Oh nein, ich habe ein kaputtes Kabel. Das hänge ich mal wieder da hin. Falsch, machst du nicht. Ich bin der Big Boy der Belinski und zeige dir, wie man im Clubroom mit kaputtem Material umgeht. Und zwar hast du im Production Rack in der mittleren Schublade, wo Tapes draufsteht, so ein Band. Das ist grün-gelb. Und wenn du etwas mit dem markierst, ist das eigentlich ein internationales Zeichen dafür, dass es kaputt ist. Das heisst, wenn du ein kaputtes Kabel oder ein Mikrofon oder sonst etwas hast, machst du das Tape rundherum. Und dann nimmst du noch ein weißes Tape und einen Stift. Und schreibst auch noch drauf, was das kaputt ist. Wenn es einen Wackelkontakt hat, schreibst du Wackelkontakt. Wenn ein Stecker abgeknickt ist, schreibst du das an. Einfach so, dass die Person, die es findet, dann nachher genau weiss, was das Problem ist und wie sie es beheben kann. Perfekt. Und wenn wir das gemacht haben, dann legen wir es hier vor die Monitor-Amps am Boden an, damit es der Haustechniker oder die Haustechnikerin dann auch findet.